Oh yeah, und bleib unten. Oh, guck dir das an. Da leckt mich doch einer am Zuckerli, schon wieder ein Drache. Wo kommen die immer her? Ich dachte, die sind seit Jahrtausenden ausgestorben. Wer sitzt da in seiner Gruft und brütet ein Drachenei nach dem anderen aus? Haha, nicht getroffen, Lack gesoffen. Ran an die Chicken Legs. Sieht echt aus, als ob der Funk... als ob der zu KFC will, in den Bucket rein. Dahin verarbeiten wir dich, wenn du fertig... Nein, nicht wieder dieser unfassbar miese Angriff. Oh, das war knapp. So knapp wie mein Höschen, das ich gerade anhab, das ihr nicht seht. Zum Glück. Denn ich möchte nicht gebannt werden. Eine Stunde später. Herrgott, lass Gnade walten. Was ist das denn? Da ist schon wieder ein Drache und Blitze und Donner und... Oh, ich geh nach Hause. Nee. Einfach nee. Der war hart. Der kam hart raus. Wenn ich noch mehr von diesen Chicken Legs da sehen muss, ne, dann drehe ich durch. Meine Güte, reicht jetzt auch mit den Drachen. Ja, der Kollege sieht so aus, als ob er kurz davor steht, die Entdeckung des Feuers zu machen. Blitze kann er schon schleudern. Ich weiß nicht, ob der gerade aus seinem After kam. After Eight. Gute Nacht. Immerhin, wenn hier so ein gekreuzigter Jesus hängt, dann weiß ich, oh mein Gott, gleich geht die Scheiße richtig los. Ich hole mir kurz den Segen ab. Die Absolution lasse ich mir erteilen und dann gucken wir mal, was hier oben ist. Aha. Alles am Zerfallen. Sieht ein bisschen aus wie der Schulweg, den ich damals hatte. Ohne Witz, Rucksack geschnappt und dann ging's los. Oh nein. Definitiv nein. Alles klar, den Kollegen kennen wir doch. Zu Genüge. Das ist doch wieder einer dieser Baumwächter. Und er stolziert hier mit seinem Gaul durch die Gegend. Oh, come on. Oh, der eine mächtige Keule. That's what she said. Die müssen, glaube ich, immer irgendwas kompensieren. Aber der ist komplett in Gold diesmal. Und er kann Feuer speien. Ah ja. Autsch. Da werde ich morgen Kopfschmerzen haben. Und das nicht nur, weil ich eine Butte Wodka gerade gesoffen habe. Oh mein Gott. Und ich meine natürlich... Hände weg vom Alkohol. Der ist nicht gut für euch. Hörst du mal auf? Lässt du mich mal irgendwie mal zu Potte kommen hier? Der muss so einen harten Tennisarm haben. Wenn er die ganze Zeit mit der rechten Hand diese Keule schleudern muss, ne? Dann kann er bestimmt seine Keule auch richtig schnell schleudern. Und die Pferde, die haben auch immer kein Chill. Aber ich schaffe den ohne Imitator-Träne. Ich werde es euch beweisen, dass Maniac Mannequin auch ohne jegliche Hilfe... Hilfe, Mami, hilf mir! Oh mein Gott! Wie geht der denn ab? Shit. Da müssen wir ein bisschen reinspitzen, glaube ich. Da läuft mir doch glatt der Schweiß die Glatze runter. Oh, es kann sich hier nur noch um Stunden handeln. Ich habe mich gerade geheilt. Ich habe mich gerade erst hochgeheilt. Aber noch ein paar Schläge und dann ist der Kollege weg vom Fenster. Nein. Oh, ich konnte mal ausweichen. Wunder geschehen doch immer wieder. Das war gar nicht anstrengend. No!
wir legen einen Boss, um einen Boss zu bekommen. Oha, wer ist er? Er sieht ein bisschen bedrohlich aus. Bestienkleriker, Moment, den kennen wir doch. Der sitzt doch immer da in seinem komischen Verkaufsladen und dreht uns immer irgendwelche Scheiße an und wir müssen ihn mit Herzen füttern. Ist er nicht das? Oh ja, das ist er. Oh, chill, Kumpel, wir sind doch Freunde, wir sind doch alter Saufkollegen. Hast du schon wieder vergessen, dass ich dir beim Kotzen die Haare gehalten habe? Und zwar rede ich von deinen Arschhaaren. Jetzt muss es eigentlich Klick machen. Ich weiß nicht, wie viele Leute, du kennst dich deine Arschhaare halten. Boah, der ist aber auch schnell, ne? Ja, ich liebe Bereichsangriffe. Die sind so schön fair. Mit Dreck schleuderst du jetzt auch noch. Wir sind also direkt auf der Straße angekommen. Hast du das im Ghetto gelernt? Straight Outta Compton. Straight Outta Limgrave. Guck mal, wie der abgeht, ne? Der braucht gar keine... Also, das sind Ausdauerbestien hier immer, die Leute. Wenn ich so rumzappeln und rumhampeln würde, wie der da, ich wäre nach 2 Sekunden komplett aus der Puste. Aber, halbtot ist er doch schon. Ja. Ich liebe es. Kannst du mal aufhören? Dreck in meine... Oh, haben wir ihn jetzt schon? Also das ist auf jeden Fall die Hälfte nur gewesen. Dann kommt jetzt die zweite Phase. That's not even my final form. Keine Ahnung, was ich sagen soll. Vielleicht haben wir das Amulett schon irgendwo mal gesehen. Ich weiß es nicht. Eine Stunde später. Okay. Er digitiert zu. Jo, alles klar. Der König im Bettlergewand. Wow, ja, wo zieht er denn das Schwert jetzt raus? That's what she said. Uff. Also der war eben schon so unglaublich schnell und unglaublich stark. Ich kann nicht wissen, was der jetzt kann. Oh, ist das ein Wolf geworden? Oh mein Gott. Guck mich nicht so an, ich schwöre. Ich wollte den Kampf gar nicht. Ich bin hier einfach nur so vorbeigegangen und auf einmal saß du da und hast mich angegriffen. Hör auf, mich so anzugucken. Okay. Ui. Aber er bleibt halbtot, das ist doch schon mal was. Oh. Okay. Alles klar. Oh. Oh mein Gott. Der Junge hat ja gar kein Chill mal deine Kronjuwelen. Oh. Warum kriege ich hier gerade irgendwie Bereichsschaden? Was ist denn das? Boah, ja, wie soll ich ihn da oben treffen, wenn er abhebt hier wie eine Boeing 737? Der ist ja richtig fair. Der macht ja richtig Spaß. Entweder bin ich am Ausweichen. Oh, am Heilen. Oder ich komme einfach nicht hin. Oh, shit. Ja, das war's wieder komplett. Nein. Schnell. Oh. Ist gut jetzt. What the fuck? Ah, kann ja was werden.